Wie auch in den vergangenen Jahren seit 2011 gibt es von mir die jährliche Zusammenfassung der vergangenen Oscar-Nacht, denn diese wurden zum 91. Mal vom 24. zum 25. Februar in der Nacht in Los Angeles einmal mehr im Dolby Theater verliehen. Und es gab eine ganze Menge Furore vorneweg bei den Oscars, aber erst einmal ganz kurz zu den groben Gewinnern. Vor allem Bohemian Rhapsody hat 4 Preise abgeräumt, Green Book aber als bester Film fast ein wenig überraschend ausgezeichnet. Kann sich über 3 Preise freuen. Roma hat 3 Preise bekommen, wobei Regisseur Alfonso Cuarón in allen 3 Kategorien, für die der Film ausgezeichnet wurde, auch persönlich Preisträger ist und er damit mit 3 Oscars nach Hause ging. Relativ abgefahren, aber auch ein Black Panther konnte 3 Preise mit nach Hause nehmen, während ein The Favourite, der 10-mal Oscar nominiert war, nur mit 1 Preis nach Hause gegangen ist, nämlich als beste Hauptdarstellerin und da nahezu überraschend, weil man gedacht hätte, dass Glenn Close für die Frau des Nobelpreisträgers diesen Preis gewinnen würde, aber auch ein Streifen wie Vice oder A Star is Born, die jeweils 8-mal nominiert waren, haben nur in Anführungszeichen 1 Preis dieses Jahr mit nach Hause genommen, aber da gehen wir wieder einzeln durch die Verleihung wie jedes Jahr und ich gehe alle einzelnen Schritte durch, um für euch hier eine Zusammenfassung der Gewinner zu haben, aber eben auch der Verleihung in seiner Gesamtheit und um die Verleihung selbst, da muss man mal kurz vorneweg ein paar Dinge erwähnen, die waren nämlich dieses Jahr tatsächlich relativ anstrengend anzuschauen, rein emotional und vom Show- und Glanzfaktor hat man kaum etwas gespürt, was unter anderem einfach daran lag, dass es keinen Moderator gab. Das erste Mal seit 30 Jahren. Es gab ja rund um Kevin Hart eine ewige Diskussion, der ja kurzzeitig den Moderationsposten übernehmen sollte, dann aber am Ende es doch nicht getan hat, was mit seiner Vergangenheit zu tun hatte. Dann gab es zwischendurch die Diskussion, ob man einzelne Kategorien, um die Show einzukürzen, während der Werbepause verleiht. Das hat wiederum zu einem großen Aufruhr in der Branche gesorgt. Man hat diese Entscheidung rückgängig gemacht. Und auch die Blockbuster-Kategorie, die man einführen wollte, um mehr Zuschauerschaft an sich zu ziehen, hat man auch erst einmal aufs Eis gelegt für dieses Jahr. Also eine ganze Menge Furore und ein Hin und Her vorneweg, was sich auf diese Verleihung unmittelbar auch ausgewirkt hat. Sie war relativ politisch, wie man erwarten konnte, aber vor allem durch die Tatsache, dass kein Moderator da war, hat man quasi jede Kategorie dieses Jahr recht abgearbeitet. Und so wirkte sich dieses Gefühl aus, dass man einfach nur relativ durchhaschen wollte durch diese Verleihung, wo es einfach an Glanz und an Gastfreundlichkeit und an diesem Gefühl, einem roten Faden zu haben mit einer gewissen Portion Witz und einem eigenen Charakter, den man dieser Show aufdrücken konnte, wie es auch ein Jimmy Kimmel in den letzten beiden Jahren getan hat und vor allem man auch normales Publikum einbinden konnte. Das alles hat man vermisst, womit ich diese Verleihung ganz ehrlich in den letzten Jahren als eine der schwächsten, wenn nicht sogar die schwächste letztendlich festhalten muss. Ein ganz großer, toller Moment aber war die Performance von Shallow, von Lady Gaga und Bradley Cooper auf der Bühne. Der hatte wirklich Gänsehautfaktor und es gab auch die eine oder andere rührende Rede. Aber sind wir ehrlich, die haben wir sonst auch immer. Diese Portion gewisse Besonderheit, was die Oscars ausgemacht hat, hat dieses Jahr leider ein Stück weit gefehlt. Gut, kommen wir zu der einzelnen Art und Weise, wie hier alles abgelaufen ist. Die Eröffnung der Oscars dieses Jahr durch Queen, klar. Bohemian Rhapsody, ein Film, der weltweit durch die Decke gegangen ist, glaube ich, an die 700 Millionen Dollar verdient hat, auch in Deutschland von 3 Millionen Zuschauern gesehen wurde und deswegen eröffnete irgendwie auch passend zu diesem Jahr Queen selbst mit We Will Rock You und We Are the Champions. Darauf gab es Standing Ovations, während es danach mit einem Voice-Over und das hatte man schon dieses Maschinelle ein Stück weit mit vorausgelegt, dass man nie so wirklich ein Gesicht hatte, was man identifizieren konnte mit irgendwelchen Moderationen und im Grunde erklärt hat, dass die besonderen Leistungen des letzten Jahres geehrt werden. Es gab einen Zusammenschnitt verschiedenster Filme, während dann Tina Fey und Amy Poehler unter anderem auf die Bühne gingen, ein paar kurze Gags gemacht haben über die Tatsache, dass es keinen richtigen Host gäbe, aber dass wenn man lang genug auf der Bühne stünde, die Presse das ja vielleicht denken würde. So gab es ein paar Witze hier und da Richtung Netflix und auch, dass Mexiko keine Mauer zwischen den USA und Mexiko bezahlen würde und so war das alles so ein bisschen, fing so ein bisschen merkwürdig an und hatte noch nicht so einen richtigen Schwung. Ehe es dann die Verleihung für die beste Nebendarstellerin gegen eine Kategorie, die in den letzten Jahren traditionell die Oscars eröffnet. Und dieser Preis ging, und das ist ein bisschen überraschend fast schon, an Regina King für Beale Street, ein Film, zu dem ich euch noch eine Review schuldig bin auf diesem Kanal. Hatte eine sehr rührende Rede unter Tränen, hat ihrer Mutter gedankt, hat im Saal, die im Saal saß, sich da bedankt bei ihren Mitnominierten, so wie man es oft kennt. Und so gab es den ganzen Abend auch so in Anführungszeichen, ich sag mal so Standard-Danksagungen. Manche waren emotionaler, andere waren eher so dahin gesprochen, eher dann das typische Orchester
Orchester einsetzte, damit man auch schnell genug von der Bühne runtergeht. Insgesamt war die Show auch dieses Jahr ungefähr eine halbe Stunde kürzer als noch im letzten Jahr. Weiter ging es dann nach der besten Nebendarstellerin mit Jason Momoa und Helen Mirren, die zusammen das beste Documentary Feature, also die beste Dokumentation, ehrten. Und dieser Preis ging an Free Solo, eine Dokumentation, die sich mit dem Freiklettern beschäftigt. Und dann gab es über die Show verteilt, das ist bei den Oscars ja immer so, einzelne Passagen und Presenter, die quasi auf die Bühne kommen und die Filme nach und nach präsentieren, die für die Kategorie, die Königskategorie Bester Film nominiert sind, genauso wie auch die Filmsongs für die Kategorie Bester Filmsong immer wieder eingestreut werden mit Performances, um den Showfaktor hochzuhalten. Und so war als erstes Weiß dran, der hier präsentiert wurde in der Kategorie Bester Film. Man wechselte dann rüber zu Bestes Make-up und Hairstyling. Da gewann auch direkt Weiß und den einzigen Preis, den der Film diesen Abend mit nach Hause nehmen sollte, wobei ich den große Klasse finde. Dem folgte eine relativ normale Danksagung auch an Partner wie Christian Bale, Anna Amy Adams oder Sam Rockwell, was für tolle Schauspieler sind und was für Spaß es auch macht, diese eben zu stylen. Und die Musik spielte, bis das Mikro nicht mehr letztendlich den Ton aufgenommen hat. Dann kam Melissa McCarthy auf die Bühne, unter anderem mit einem recht pompösen Kostüm, was das Publikum sehr zum Lachen gebracht hat, um eben die Kategorie Bestes Kostüm zu präsentieren. Und dieses Outfit war so freakig, dass es von allem ablenkte, aber sie darüber auch sprach, dass es ja eigentlich im Film gar nicht ablenken soll. Dieser Preis ging, und das finde ich absolut zu Recht, obwohl die Konkurrenz durch The Favourite beispielsweise auch recht hoch war, an Black Panther. Ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, wie sehr ich diesen Stil aus afrikanischer Kultur und eben auch diesem Marvel-Universum und dieser Kostümwelt, die man da in Wakanda kreiert hat, als Mixtur, als ganz originell empfunden habe. Deswegen ich ganz ehrlich sagen muss, ein schöner Preis in die richtige Richtung an Black Panther hier. Und genau in die Richtung hat man sich bei der Dankesrede auch bedankt, wo es darum ging zu zeigen, wie Ruth Carter darüber gesprochen hat, die Gewinnerin, über die Frauenrollen beim Film, aber besonders eben auch die Möglichkeit, hier afrikanische Kultur einfließen zu lassen, das eine große Ehre war, eine ziemlich coole und starke Rede, die ich persönlich mochte. Ehe dann Jennifer Lopez und Chris Evans das beste Szenenbild präsentierten, das ging dann ebenfalls gleich weiter an Black Panther, an Hannah Beachler und Jay Hart, die eine sehr aufgeregte Rede auch unter Tränen hielt und vor allem Regisseur Ryan Coogler in erster Linie dankte. Und das war auch so ein bisschen freaky anzusehen, weil sie ihre ganze Rede vom Handy abgelesen hat, während sie weinte. Das war irgendwie so Neue Welt trifft auf das Klassische. Irgendwie ein bisschen skurril, fiel einem halt auf. Dann kam Tyler Perry auf die Bühne, präsentierte Beste Kamera. Das sollte das erste Mal an dem Abend sein, dass Alfonso Cuarón für Roma auf die Bühne geht und selbst erstmal eine ganz nette, coole Rede gehalten hat. Weiter ging's mit Emilia Clarke. Sie präsentierte unter anderem die erste Song-Performance und kündigte sie an für den Film RBG und machte ein paar Drachenwitze darüber, auch über die Stärke der Frauen und ob sie als Khaleesi nicht mal ein paar Drachen ausleihen sollte, hier den Game of Thrones-Faktor ein wenig zu anzubringen, hat für den einen oder anderen Lacher im Saal gesorgt. Das war soweit Emilia Clarke, die dann abgelöst wurde von Serena Williams, die A Star is Born präsentierte als bester Film. Also sind wir hier schon beim zweiten Film, der von den, ich glaube, 8 sind es, die in der Königskategorie nominiert sind, präsentiert wurden innerhalb des laufenden Abends. Dann gab es als nächstes James McAvoy auf der Bühne, haben wir aktuell dieses Jahr zum Beispiel in Glass gesehen und präsentierte unter anderem mit bester Tonschnitt. Gewinner ist hier Bohemian Rhapsody, wobei ich mir ganz ehrlich auch Aufbruch zum Mond richtig gut hätte vorstellen können, aber Bohemian Rhapsody nahm diesen Preis mit nach Hause, eine relativ normale Danksagung folgte und die gleichen Präsentatoren blieben gleich auf der Bühne für bester Ton generell und ebenfalls ging dieser Preis an Bohemian Rhapsody mit ebenfalls wieder einer recht einfachen Danksagung, ehe dann The Favourite als bester Film präsentiert wurde. Dann kam unter anderem Javier Bardem auf die Bühne, präsentierte teilweise auf Spanisch die Kategorie bester fremdsprachiger Film, ein Preis, wo er Deutschland mit Werk ohne Autor durchaus Hoffnung hatte, aber hier war großer Favorit Roma und gewann diesen Preis auch. Alfonso Cuarón kam das zweite Mal auf die Bühne und hat eine sehr sympathische Rede gehalten, weil er meinte, als Kind habe er schon immer auch gerne fremdsprachige Filme angeschaut, wie beispielsweise Der weiße Hai oder Der Pate, was ja eben Sinn macht, wenn man seine Herkunft beobachtet. Und war sein zweiter Oscar, den er persönlich an diesem Abend auf der Bühne in die Hand nehmen konnte. Dann kam King Michael Key, präsentierte den nächsten Song, der für als bester Song nominiert war, aus Mary Poppins Returns, ehe dann Trevor Noah, ein US-Talker, eine recht politische Rede hielt und Black Panther präsentierte als bester Film für die Kategorie. Und damit waren wir schon ein ganzes Stück vorangeschritten im Laufe des Abends. Das nächste folgte Oscar-nominierter Michael Keaton, präsentierte bester Schnitt. Hier hat gewonnen Bohemian Rhapsody, einfach eine recht sympathische Danksagung folgte, womit wir merkten, dass Bohemian Rhapsody zunächst erstmal eine recht technisch lastige
Preise einheimsen konnte, aber die wurden ja auch in der ersten Hälfte der Oscars vermehrt verliehen. Ehe dann Daniel Craig und Charlize Theron zusammen den Preis für den besten Nebendarsteller präsentierten. Und da konnte man schon fast drauf wetten, habe auf Twitter auch schon vorneweg geschrieben, das muss einfach werden aus meiner Sicht. Und wurde es auch Mahershala Ali, sein zweiter Oscar, den er nach Moonlight hierfür also bekommt, und hat eine wirklich schöne Rede gehalten, hat sich bei dem realen Dr. Don Shirley bedankt, die Figur, die er verkörpert in Green Book, hat sich bei Viggo Mortensen bedankt, bei Octavia Spencer, beim Regisseur des Films, und widmete den Preis seiner Großmutter, die ihm immer gesagt hat, man soll nie aufgeben im Leben, man soll positiv denken, dankte seiner Frau, dankte seiner Tochter, und wirklich herzergreifend. Ich finde, er hat immer eine tolle Aura und eine schöne Ruhe und ist auch sehr wandelbar, wenn man ihn jetzt besonders in Green Book und Alita beispielsweise in einem großen und einem feineren Film sieht, mal auch im Wechselprogramm. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich beides gerne anschauen, jetzt im Kino auch in Deutschland laufen. Dann präsentierte Laura Dern kurz einen Bau, ein neues Academy Museum, was wohl gerade am Entstehen ist, ehe man dann unter anderem mit Pharrell Williams den besten Animationsfilm kürte. Und ganz ehrlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Spider-Man A New Universe hier gewonnen hat, oder im Original Spider-Man Into the Spider-Verse. Der hat das sowas von verdient. Der Streifen hat einen so geilen Look, den er an den Tag legt. Es folgte eine einfache Danksagung, aber ganz ehrlich, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Mal nicht unbedingt Disney, mal nicht Pixar, mal nichts, was wir schon so relativ erwartbar haben, sondern dieser Preis geht zu Sony für einen wirklich gewagten eigenen Comic-Stil. Fand ich richtig fein. Dann gab es die Songpräsentation als nächstes für besten Filmsong, nominiert unter anderem zu The Ballad of Buster Scruggs, ein Coen-Brüder-Film, den man sich übrigens auf Netflix anschauen kann. Ehe dann Mike Myers und Dana Carvey Bohemian Rhapsody als bester Film präsentierten, gerade Richtung Wayne's World gibt es ja so eine ganz eigene, klare Verknüpfung und einen Gag, den Mike Myers dann in Bohemian Rhapsody macht. Wer da so ein bisschen drinsteckt in der Materie, weiß, warum das Sinn macht, dass die beiden Bohemian Rhapsody als bester Film präsentierten. Ehe es dann zu den Kategorien geht, die so ganz schnell zwischendurch abgearbeitet werden, wie bester Animationskurzfilm. Da war irgendwie klar, dass Bao gewinnt. Das ist ein Kurzfilm aus dem Hause Pixar. Das war so der bekannteste auch der Streifen, die da zugrunde lagen. Das war wirklich süß gelungen. Die beste Kurzdokumentation ist dann Period, End of Sentence geworden. Eine Rede voller Tränen, weil es darin um die Menstruation der Frau geht. Eine Kooperation mit Netflix und auch hier ein nächster Preis, der quasi Richtung Netflix und Streamingdienst geht, was in Zukunft dann auch nochmal eine interessante Diskussion anstoßen dürfte. Dann wurde als nächstes übrigens Roma als bester Film präsentiert. Entschuldigt bitte übrigens, mache ich kurz zwischendurch, falls ich hier ein bisschen zu sehr haste. Ich mache das, glaube ich, jedes Jahr so, dass ich einfach durchgehe durch die Punkte, was so war. Und natürlich nach so einer halb oder nach so einer krass durchgemachten Nacht versuche ich mich einigermaßen zu konzentrieren. Sollte es ein bisschen zu wirr sein, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle einfach mal jetzt zwischendurch. Als nächstes kamen Sarah Paulson und Paul Rudd auf die Bühne. Sie präsentierten beste Visual Effects. Paul Rudd meinte auch noch, die seien generell praktisch, weil sie würden die Leute glauben machen, dass er ein Schauspieler sei. Hat er den einen kleinen Lacher mit geerntet. Gewinner ist hier völlig zu Recht Aufbruch zum Mond. Da war ich, als ich den im Kino gesehen habe, dachte ich, wie geil ist der einfach zusammengebaut, wie echt der sich angefühlt hat. Das sind tolle Effekte, die uns auch einfach in eine andere Zeit zurückholen. Völlig zu Recht für mich Aufbruch zum Mond, ehe dann für mich der schönste Moment des Abends stattfand, nämlich die Präsentation bzw. Performance von Shallow aus A Star Is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper, die beide aus dem Publikum aufstanden, auf die Bühne gingen, am Klavier Platz genommen haben, so intensive Blicke ausgetauscht haben. Und das hatte eine richtig, und da muss man sich überlegen, Bradley Cooper hat sich das Singen einigermaßen drauf geschafft. Lady Gaga, die kann einfach performen. Das war ein richtig magischer Moment. Für mich der schönste des Abends, wenn es um die Emotionen ging und auch einfach um eine gewisse Spannung und Knistern und dem Oscar-würdigen Faktor, den man irgendwie insgesamt so ein bisschen vermissen musste, leider dieses Jahr. Dann ging es weiter mit bester Kurzfilm. Gewinner ist hier Skin. Da gab es eine sehr positive mit Geschreie, Happy Dankesrede zu. Ehe Samuel L. Jackson und Brie Larson, eine Kombination, die wir an Captain Marvel dann bald im Kino sehen, das beste Original-Drehbuch kürten. Gewinner ist hier geilerweise Green Book gewesen. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Setzte sich gegen Weiß oder Roma durch. Hatte eine recht normale Dankesrede. Ich persönlich habe Green Book wirklich sehr, sehr geliebt dieses Jahr und kann ihn nur wärmstens ans Herz legen. Dann gab es die Präsentation gleich von den gleichen Präsentatoren, also weiterhin Brie Larson und Samuel L. Jackson, für das beste adaptierte Drehbuch. Gewinner ist hier Black Klansman. Fast eine Überraschung. Spike Lee hält eine große Rede über seine eigenen Wurzeln, über Geschichte von seiner eigenen Herkunft und hat aber auch Richtung Präsidentschaftswahlen 2020 gesagt, für Liebe, gegen Hass soll man die Leute mobilisieren. Der ist sehr politisch unterwegs gewesen. Und dass Black Klansman hier einen Preis bekommen hat, das hat, glaube ich, nicht jeder unbedingt so kommen sehen an der Stelle. Haben sich auch viele im Saal, da gingen wirklich positive
positiver Elan durch. Dann kamen Tessa Thompson und Michael B. Jordan auf der Bühne. Michael B. Jordan sieht man aktuell noch in Creed 2 beispielsweise. Präsentierten die beste Filmmusik. Die ging an Black Panther. Danksagung vor allem hier an Ryan Coogler und die Kollegen. Dann kamen Constance Wu und Chadwick Boseman auf die Bühne, die den besten Song präsentierten. Das ist Shallow geworden. Lady Gaga sofort in Tränen ausgebrochen im Publikum. Hat sich so bedankt. Sie hat gesagt, es ist einfach unglaublich, auf der Bühne zu stehen. Sie hat davon als Kind immer geträumt. Hat sich bei ihren Eltern bedankt, bei ihrer Schwester, bei Bradley Cooper, dass sie ihm so vertraut hat bei allem und hat vor allem ganz klar gesagt, es geht nicht darum, in dieser Branche diese Macht zu gewinnen. Es geht darum, nicht aufzugeben. Und das hat sie wirklich glaubwürdig getan. Ich mochte die total mit ihrem ganzen Feeling, was sie ausgestrahlt hat bei dieser Verleihung. Dann kam die traditionelle Gedenksequenz und Tribut gegenüber den verstorbenen Künstlern des letzten Jahres, wo sich natürlich auch ein Stan Lee oder ein Bruno Ganz unter anderem drin wiedergefunden hat, während dann danach die Präsentation von BlacKkKlansman in der Kategorie Bester Film stattfand. Gary Oldman kam dann auf die Bühne zusammen mit Allison Janney, also die Kombination als aus bester Hauptdarsteller vom letzten Jahr und beste Nebendarstellerin aus dem letzten Jahr, die Kategorie Bester der Hauptdarsteller präsentierten. Gewinner ist hier relativ vorhersehbar Rami Malek geworden. Da hätten dann einige vielleicht noch gesagt, okay, wird es vielleicht Christian Bale noch an der Stelle? Da gab es nicht mehr viel mehr Platz für andere. Rami Malek hat sich bei seiner Mutter bedankt, bei seinem toten Vater, bei den Kollegen und hat gesagt, dass er für immer in der Schuld von Queen stehe, die ja selbst im Saal waren, weil sie ja die Veranstaltung auch eröffnet haben und erzählte davon, dass er selbst ägyptischer Immigrant sei und was das für sein Leben bedeutet in den USA oder damit auch aufzuwachsen, zu leben und eben das Flüchtlingsthema ganz klar mit angesprochen hat. Dann gab es die Präsentation von Green Book als bester Film, ehe dann Sam Rockwell und Frances McDormand, also genau die umgedrehte Kombination beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller aus dem letzten Jahr auf die Bühne gegangen sind, um die beste Hauptdarstellerin zu küren. Hier hat Olivia Colman für The Favourite dann einen Preis mit nach Hause genommen. Der Film war 10-mal Oscar nominiert. Das sollte der einzige Preis an dem Abend bleiben. Ist auf der Bühne völlig konfus und wirr gewesen, aber lustig und konnte es nicht fassen, weil viele haben mit Glenn Close gerechnet. Das tat ihr auch total leid und sie hat gesagt, sie hätte, na klar will sie so einen Preis haben, aber unter diesen Umständen tut es ihr fast leid. Sie hat sich unglaublich zutiefst innig bei ihrem Mann bedankt, der quasi angefangen hat zu heulen. Es war echt schön. Olivia Colman ist also die beste Hauptdarstellerin 2019 bei den Oscars, ehe dann die letzten beiden Brocken auf uns gewartet haben. Die Kategorie Beste Regie, Guillermo del Toro hat sie eben verliehen, weil er letztes Jahr für Shape of Water ja gewonnen hat. Und Gewinner war hier Alfonso Cuarón für Roma, der dann tatsächlich ein drittes Mal an diesem Abend auf der Bühne steht und seinen dritten Oscar an nur einem Abend gewonnen hat, hat sich auch unter anderem bei Netflix bedankt und dann hat Julia Roberts die Königskategorie Bester Film präsentiert. Gewinner war hier Green Book. Ich glaube, das hat man nicht unbedingt so kommen sehen, bin ich persönlich wirklich Fan von an der Stelle und Julia Roberts moderierte dann selbst so ab, das waren die 91. Oscars, was so ein bisschen komisch wirkte, weil das einfach zumindest in Erinnerung, seitdem ich Oscars schaue und gucken kann, einfach nie so war, dass kein Moderator gab. Unterm Strich ging alles ein bisschen schneller als sonst, das wirkte aber alles auch ein bisschen abgearbeiteter als sonst. Es gab die eine oder andere kleine Überraschung bei bester Hauptdarstellerin, ist ein großer Preis, auch bester Film, war nicht unbedingt klar, dass das Green Book sein würde. Sonst war relativ viel absehbar an der Stelle. Man hat einiges an politischer Statements gehabt und am Ende 4 Preise für Bohemian Rhapsody, 3 für Green Book und Roma und Black Panther und dann ganz viele Filme mit einem Preis, wie ein The Favourite, BlacKkKlansman, A Star Is Born, Vice, Aufbruch zum Mond, Beale Street, Spider-Man in New Universe und das waren quasi die Oscars 2019. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen mitgekommen bei dem, was ich jetzt hier gesagt habe. Es ist die chronologische Abfolge der Verleihung gewesen und meine Empfehlung, schaut euch die Performance von Shallow an. Wird bestimmt auf YouTube landen. Fand ich persönlich ziemlich cool. Kann sein, dass sie im Rahmen der Verleihung besser funktioniert, hat jetzt nur einzeln angeschaut. Aber ich persönlich muss sagen, mich hat sie ergriffen. So, ich bedanke mich fürs Reinschalten, Leute, und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.